Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 22. Dezember 2017? Sonne befindet sich jetzt in Tierkreiszeichen Steinbock. Die chinesischen Astrologen bezeichnen der Sonne als Himmelskaiser und sie beschreiben diese Wandlung Sonne, Mond und die Planeten, dass sie bestimmten Paläste besuchen und diese Paläste symbolisieren die vier Himmelsrichtungen Norden und Süden, Osten und Westen. Und sie bezeichnen diese Bewegung, die Sonne, dass der Himmelskaiser, also die Sonne, befindet sich jetzt ab heute im Palast des Nordens. Also auch ein Wechsel. In unserer westlichen Astrologie hat sich die Sonnenbewegung auch gewechselt von Tierkreiszeichen Schütze zum Tierkreiszeichen Steinbock. Zurück zu den chinesischen Astrologie, zu diesem Wissen, bei jedem Wechsel passiert etwas, dass die Energie zieht sich in die Mitte zurück. Und sie bezeichnen das, so wie heute, dass der Himmelskaiser, also die Sonne, betritt in Palast des Nordens, was die Chinesen als schwarzen Schildkröte nennen, und erstmal zieht sich zurück in die Mitte. Die Ruhe symbolisiert das. Und das brauchen wir bei jedem Wechsel. Also zieht sich die Energie in die Mitte. Sie bezeichnen, dass der Himmelskaiser zurückzieht in diesem Palast. Und in dieser Mitte herrscht der Polarstern. Und Polarstern dient zum Orientierung. Also wir brauchen die Ruhe, die Zurückgezogenheit, dass wir besser orientieren können und mehr Klarheit beginnen. Das ist die Licht der Sonne. Nicht nur die Polarstern herrscht in dieser Mitte, sondern auch Saturn. Und was ist die Aufgabe Saturn? Uns belehren, unserem Schicksal beeinflussen und auch Sicherheit, Stabilität, ein Halt zu geben, etwas in Form zu bringen, dass, damit wir in die Lage sind, das zu tun. Erstmal brauchen wir die Ruhe, dass wir besser sehen, orientieren, damit das auch Hand und Fuß hat. Und das ist die Botschaft dieser Sonnenbewegung und es ist spürbar im heutigen Tag. Der Mond. Die Chinesen nennen der Mond als Himmelskaiserin. Die Himmelskaiserin befindet sich auch im Palast des Nordens, in diesen schwarzen Schildkröte, aber hat die Mitte verlassen und bewegt sich frei im Palast. Hat eine gewisse Entfernung von dem Himmelskaiser. Obwohl die beiden im selben Palast befinden im Norden. Palast des Nordens. Und das ist die Bewegung des Mondes, weil Mond bewegt sich jetzt in Tierkreiszeichen Wassermann. Also es ist eine gewisse Entfernung da. Und weil diese Entfernung da ist nach Neumond, heißt es, dass der Mond befindet sich in einer zunehmenden Mondphase. Das eignet sich gut, etwas zu beginnen, was vermehren soll, zunehmen soll. Kann auch passieren, dass wir in dieser Zeit etwas mehr zunehmen im Körpergewicht. Unserem Planet Erde bewegt sich ab heute in Tierkreiszeichen Krebs. Unserem Planet Erde nach chinesischer Astrologie bewegt sich im Palast des Südens, was die Chinesen als roter Vogel nennen.
Und das ist die Bewegung unserem Planet Erde. Im Augenblick hat kein Einfluss von anderen Sternen, weder der Sonne noch unserem Planet Erde. Das kommt noch in die kommenden Tagen. Aber der Mond hat Einfluss. Der eine Stern, wo beeinflusst die Mondenergie, heißt Castra. Das hat auch was mit Kasernen etwas zu tun. Also ein bisschen die Strenge zeigt an diesen Stern und vermittelt uns eine Botschaft. Und diese Botschaft überträgt die Mondenergie für unseren heutigen Tag. Und die Botschaft lautet: Tatendrang. Setzt etwas in Bewegung, setzt etwas um in Tat. Es kann sein, dass das streng ist, wie in einem Kasernen, aber es ist wichtig, etwas in Tat umzusetzen. Aber wir sollen auch die Sonnenenergie berücksichtigen, bevor wir diese Bewegung machen, was die Mond vermittelt, also das Gefühl. Die Sonne hat auch eine Botschaft, einen Plan zu haben, mehr Klarheit, mehr Orientierung, ein gewisser Rückzug oder Meditation oder die Ruhe brauchen wir, bevor wir einen Neuanfang starten. Mond bewegt sich relativ schnell im Vergleich zum anderen Himmelskörper, anderen Planeten. Und kommt ein Einfluss außer dieser Castra, nochmal ein Stern, wo die Mondenergie beeinflusst, Nashira. Nashira kommt die Begriff von Arabischen und bedeutet übersetzt die gute Nachricht bringende. Entweder wir übertragen eine Botschaft, und es ist eine gute Nachricht, also wir bewirken etwas Gutes, kann auch bedeuten, dass wir eine gute Nachricht erhalten. Und wie trifft das die einzelnen Tierkreiszeichen und welche Themen haben die einzelnen Tierkreiszeichen? Tierkreiszeichen Wassermann. Sie nehmen ihren Gefühlen bewusster wahr. Mond wirkt sehr intensiv auf die Wassermann-Geborenen. Die Wassermann-Geborenen haben zurzeit karmischen Thema, weil hier bewegt sich die absteigende Mondknoten, was die indischen Astrologen als Drachenschwanz bezeichnen. Alte Karma, alte karmische Erinnerungen, Begegnungen, wiederholt sich etwas von alten Karma. Es ist nichts alles schlecht oder negativ, sondern in diesen alten karmischen Erinnerungen oder Kontakte, Begegnungen sind sehr viel Schätze da, wertvollen Sachen, Talente und Fähigkeiten und es sollen die Wassermann-Geborenen ausgraben und ins Licht zu bringen. Und wichtiges Thema ist, außer dieser karmischen Erfahrungen oder Erinnerungen, vielleicht spielt sich das alles in Unbewussten an, aber dieser Mondknoten aktiviert etwas bei die Wassermann-Geborenen. Und wichtiges Thema ist immer noch die Wertschätzung, die Werte, die eigenen Wertschätzung, aber auch wichtig das Verlangen von anderen. Und wenn jemand diese Wertschätzung nicht entgegenbringt, dann sollen die Wassermann-Geborenen zurzeit auch sich wehren, zu sich selbst stehen, weil da besteht gerade eine Aufgabe für die Wassermann-Geborenen, die ihre eigene Meinung vertreten oder etwas präsentieren. Diese Wertschätzung ist wichtig momentan. Und die Selbstdarstellung. Dadurch ändert sich energetisch etwas. Sie werden wahrgenommen. Sie bekommen Respekt. Und was ich immer wieder betone, diese Energie hängt zusammen mit den Finanzen.
Eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten bei diesem rückläufigen Merkur. Was für die Gespräche zuständig ist, kann bedeuten, dass diese Nachricht von Vergangenheit kommt. Natürlich kann das was Karmisches bedeuten, speziell für die Wassermann-Geborenen, aber kann auch bedeuten, dass jemand meldet sich wieder von Vergangenheit und sucht wieder die Kontakte und entweder hat das einen Wert und das sollen die Wassermann-Geborenen befestigen oder wenn das wertlos ist, lieber loslassen, verabschieden, trennen. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist auch Thema, die Werte, so ähnlich wie bei Wassermanngeborenen. Wertschätzung, Wertschätzung verlangen und auch Finanzen. Ich betone das nochmal, das hängt zusammen. Bei Tierkreiszeichen Fischengeborenen haben gerade Kraft und Mut, auch Chancen, besonders im Beruflichen. Dass sie beruflich orientieren und diese Chancen sollen sie auch nützen. Damit sie das nützen können, sollen sie auf ihre Intuition vertrauen. Es ist besser als ein gut gemeinter Rat von anderen, weil das lenkt eher ab oder die Fischengeborenen neigen dazu, auf diesem Rat zu hören und geben sie das auf. Also wichtig ist hier auch das Selbst. Die gesunde Bauchgefühl, die inneren Stimme zählt. Und dann können Sie das umsetzen im Tat, wie die Mondenergie das auch vermittelt, in Tat etwas umsetzen, weil dann bekommt man Klarheit und die inneren Stimme sagt die Wahrheit und so können Sie beruflich neu orientieren, ihren Berufung leben oder etwas verbessern im beruflichen Umfeld und auch in Finanzen. Das sind die Glück für die Fischengeborenen. Was einschränkt momentan die Fischengeborenen, das sind die Liebepartnerschaft. Es ist auch möglich, dass gerade warten auf eine Nachricht und es kommt noch nicht und fühlen sich ein bisschen enttäuscht. Oder jemand versucht, etwas vorzutäuschen. Also achtsam sein bei den Kontakteinformationen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen fühlen sich ein bisschen unsicher, weil sie wissen nicht, in welche Richtung sollen sie sich bewegen. Kann auch passieren, dass das alles zu viel ist und sie wollen hier und dort und überall funktionieren und dadurch verlieren sie die Gleichgewicht und fühlen sie sich kraftlos. Es kann passieren. Ansonsten haben sie super tolle Einflüsse oder ich könnte sagen wir. Ich gehöre auch zu Tierkreiszeichen Wiedergeborenen. Wir haben gerade eine super Energie. Es ist auch in die Liebe Partnerschaft gut, auch im beruflichen Erfolg gut. Eine gute Nachricht ist auch unterwegs oder Gespräche oder ein Vertrag oder Termine. Wir befinden uns in einer Veränderung und Umbrüche. Es kann sein, dass dieser rückläufige Uranus, was gerade wirkt, ein bisschen bremst diese Veränderungen und wir haben noch eine Aufgabe, etwas noch überprüfen und gerade orientieren, in welche Richtung sollen wir aktiv sein, wo setzen wir unsere Kraft ein. Aber ab Anfang Januar dreht sich das alles und kommt eine Vorwärtsbewegung. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist wichtiges Thema Sicherheit, Stabilität, das eigene Zuhause, was die Stiergeborenen auch genießen und auch genießen sollen. Aber ein bisschen Aktivität, Bewegung oder Sport oder Kontakte ist auch wichtig, weil dadurch kommt die Energie, die Gleichgewicht und da liegen die Chancen bei diesen Begegnungen und diesen Kontakten, weil das spiegelt etwas das Leben bei den Stiergeborenen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen haben mehr Leichtigkeit, aber hier spiegelt sich auch etwas im Leben. Was die Zwillingsgeborenen wahrnehmen sollen. Das sind die Gespräche, das sind die Kontakte, das sind die Termine, das sind die Verträge, das sind die Handlungen und auch die Liebe. Das sind die Themen. Jetzt warten, dass das von alleine kommt. Ist nicht viel in Bewegung, sondern hier bekommen die Zwillingsgeborenen das zum
gespiegelt bekommen, sie sollen aktiv sein. Vielleicht nicht alles selbst machen, aber mindestens mal einen Schritt auf anderen zuzugehen, mal nach Termin fragen oder einen Vorschlag machen wegen einem Vertrag oder die Gespräche suchen oder mal ein E-Mail schreiben. Und auch in die Liebe-Partnerschaft ist auch wichtig, ein Entgegenkommen, weil so kommt die Liebe, die Partnerschaft im Gleichgewicht. Ein bisschen Aufmerksamkeit schenken, Gefühlen oder zuhören und das ausbalancieren. Nicht einseitig, also das meine ich nicht, aber eine gewisse Aktivität auf anderen zuzugehen, das führt zum Erfolg. Und Erfolg haben die Zwillingsgeborenen, weil sie haben auch eine wunderbare Energie, gute Gespräche, gute Nachrichten, Glück in die Liebe und kommt alles in Form. Aber sie sollen auch selbst dafür etwas tun. Die Tierkreise zeichnen Krebsgeborenen. Ist wichtig, liebe Partnerschaft. Sie sind ein bisschen unsicher. Und es ist wichtig, von die Enge rauskommen. Entweder zutrauen, dass es funktioniert, die bestehende Partnerschaft, also etwas in Ordnung zu bringen, von etwas befreien. Von was sollen die Krebsgeborenen sich befreien, damit sie Glück haben in die Liebe? Von ihren Ängsten und ihren Zweifeln, eindeutig. Also das ist im Horoskop heute geschrieben. Also das ist wichtig, dass sie von etwas befreien. Und das gibt die Leichtigkeit, und weil das auch ein wichtiges Thema ist, die Liebe, dann können sie die Partnerschaft auch genießen. Die Tierkreise zeichnen Löwengeborenen, sind auch karmischen Themen. Ein bisschen anderes wie bei Wassermann-Geborenen, weil die Wassermann-Geborenen ist das Vergangenheit, die alte Karma, was aktiv ist. Und hier bei die Löwen-Geborenen das neue Richtung, das Lernen. Und da sind die Veränderungen. Und das sollen sie mutig auch mit Freude begrüßen, weil das sind die Entwicklungen, wo sich gerade die Löwengeborenen befinden. Es kann beruflich sein, es kann örtlich sein, einen Wohnort zu wechseln, mal etwas Neues ausprobieren. Aber auch in die Liebe-Partnerschaft ist es auch wichtig. Also karmische Liebe kann auch zur Zeit die Löwengeborenen wirken. Die Tierkreise zeichnen Jungfrau-Geborenen, fühlen sich ein bisschen unsicher und hier spiegelt das Leben auch etwas. Und das sind die Gefühlen, verletzten Gefühlen und Enttäuschungen von Vergangenheit. Und weil diese Erinnerungen da sind, dann geben sie die Jungfrau-Geborenen die Chance nicht, für etwas Neues, weil entsteht das Gefühl, oh, ich werde vielleicht nochmal enttäuscht. Oder das und das ist schon passiert. Und das war ein Betrug oder Enttäuschung. Und entsteht eine gewisse Unsicherheit, weil die denken, es kann vielleicht nochmal passieren. Und hier besteht eine Lernaufgabe für die Jungfrau-Geborenen, im Vertrauen bleiben. Warum sollte das passieren? Sondern das loslassen und optimistisch sein und sagen, das war in Vergangenheit, damit beschäftige ich mich nicht. Das schließe ich ab und das, was kommt, ist wunderbar. Und ich schenke ein gewisses Vertrauen und aufhören zum Zweifeln. Die Tierkreise zeichnen Wagengeborenen, ist eine große Reise gerade. Natürlich kann das auch Ausland sein, ausländische Kontakte oder Urlaub oder Besuch oder Reise. Aber das kann auch eine innere Reise sein, Erkenntnisse gewinnen, die Zusammenhänge erkennen oder ein Studium bekommen, da geht die Reise. Oder nach innen schauen und das ist sehr wichtig, weil sie befinden sich gerade in diesem Wandlung oder diese Erkenntnisse haben,
die Wagengeborenen und sie haben wunderbare Einflüsse von den Sternen. Sie haben die Leichtigkeit momentan, auch diese Interesse, Erkenntnisse gewinnen. Sie sind auch mehr mutig, die lassen alles fließen. Dann ist auch ein gutes Gespräch zum Erwarten oder eine gute Nachricht. Und in die Liebe Partnerschaft haben Sie auch Glück und beruflich haben Sie auch Glück. Ich kann nur sagen, die Wagengeborenen haben Glück und Glück und Glück. Die Tierkreiszeichen Skorpion geboren ist auch so ähnlich. Heute ist vielleicht durch diese Mondenergie ein bisschen Nervosität spürbar. Aber das geht schnell vorbei, weil ab morgen beruhigt sich und kommt alles in Bewegung und in die richtige Bewegung. Also nicht unsicher sein. Aber was gut ist bei den Skorpion geborenen, was für Chancen gerade haben. Und was für Kraft sie besitzen momentan. Und mit dieser Kraft können sie vieles bewirken und dafür bekommen sie auch Lob und Anerkennung und Ansehen. Und das können sie umsetzen im Beruflichen. Aber in die Liebe Partnerschaft ist auch die Begeisterung, wieder die Leidenschaft. Oder Kontakte von Ausland kann auch möglich sein. Und das macht ein bisschen interessant, mal was anderes erleben. Die Tierkreiszeichen Schützen geboren können auch aufatmen und sie spüren auch deutlich diese Leichtigkeit und das ist schon eine Vorwärtsbewegung und auch ein Aufstieg und sie werden aktiv sein, auch in Freizeit, auch beruflich und nicht nur dort, sondern die Liebe Partnerschaft auch. Die Tierkreiszeichen Steinbock geborenen fühlen sich ein bisschen in die Enge. Sie haben das Gefühl, sie kommen nicht von sich heraus. Und da stoßen sie in ihren Grenzen. Entweder haben sie dann keinen Mut mehr, das zu zeigen, was sie können, oder sind das Zweifel oder Ängste, dass sie nicht wahrgenommen werden, weil dieses Bedürfnis ist da, dass sie Wertschätzung bekommen, dass sie wahrgenommen werden, dass sie Anerkennung bekommen und sie haben Angst zum Versagen. Und von diesen Gefühlen sollen sie sich befreien, weil das führt zum Erfolg, was auch noch wichtig ist. Die Wünsche, Sehnsüchte, Träume ernst nehmen, weil das ist der Prozess, wo sich gerade die Steinbockgeborenen befinden. Und das ist nicht nur heute, das wird länger so sein. Ich weiß, die Steinbockgeborenen sind nicht die großen Träume, sondern sie sind eher realistisch. Trotzdem diese Träume auch mal wahrnehmen, weil der Traum kann auch wahr werden. Also diese Vision leben und das ist gerade die Magie, was die Steinbockgeborenen, wenn wirklich das zutrauen, erleben können, dass sie dann all das in Form bringen, in allen Bereichen, auch beruflich, auch finanziell, auch in die Liebe, Partnerschaft. Aber sie brauchen diese inneren Kraft und diese Vertrauen. Also es ist schon eine gewisse Herausforderung, aber das kann zum Ziel führen. Und das war mein Tageshoroskop. Es ist natürlich allgemein, weil jeder Moment ist einzigartig. Und jeder Geburtshoroskop ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Also kann man in jedem Horoskop anderes auslesen. Und das ist auch wichtig zum Wissen, weil das ist wie ein Bauplan in unserem Leben. Und es gibt kein zwei identische Horoskop, sondern das ist wirklich einzigartig, weil es ist nicht nur die Planetenbewegung, sondern es ist auch die Zeit und die Ort auch spielt eine Rolle. Und das zum Kennen, zum Orientieren hilft im Leben. Wir sollen nicht abhängig sein und unserem Leben immer nach die Sternen richten, sondern wir sollen unserem Gefühl hören, auf unserem Intuition. Da haben wir einen Bezug dazu, dann haben wir die beste Ratgeber. Aber bei Veränderungen oder wenn wir Entscheidungen treffen sollen, dann hilft es, wenn wir die Sternen befragen. Weil dann erkennen wir auch die richtigen Momente, im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein.
Das ist ein Vorteil. Und dabei kann ich Ihnen helfen, weil ich kann diesen Fragen beantworten. Unten bei der Beschreibung befindet sich auch mein Kontaktdaten. Ich bin nicht nur Astrologin, sondern auch Medium und ich beherrsche auch die Kunst des Kartenlegens. Und dazu empfehle ich noch eine Art von Beratungen und das ist die 3-in-1 Beratungen, was auch sehr gut ankommt. Das ist nicht astrologisch, sondern über die Karten. Es ist eine Videoberatung, natürlich anonym und nach Wunsch kann ich die Videos so anfertigen, dass Sie bekommen die Zugangsdaten, ansonsten kann das niemand sehen, dann bleibt es wirklich anonym. Und diese 3-in-1 Beratung bedeutet, diese Videoberatung, 3 Schritte. Erster Schritt, erkläre ich alles und beantworte ich die Fragen. Im zweiten Schritt kommt Zeitangabe, was passiert in den kommenden Tagen. Im dritten Schritt ist auch Zeitangabe und ich beschreibe, was kommt in die kommenden 12 Monaten eine Jahreslegung. Selbstverständlich bezieht sich das immer auf die Frage. Und diese Art von Beratung, diese 3-in-1 Beratung, beträgt mein Honorar 50 Euro. Das Gesamte, für das Gesamte. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.